Damit herzlich willkommen zu einem neuen Random Game. Heute spielen wir Celeste 64 Fragments of the Mountain. Ja, ich bin scheinbar Celeste doch noch nicht los, nachdem ich es durch habe, sondern ja, dieses Game wurde kostenlos auf itch.io einfach so released letztens vor ein paar Wochen und ja, dachte ich mir, ich habe ja Celeste gespielt, dann spiele ich auch das Spiel hier. Yeah, man kann mit dem Stick hier ein bisschen das Logo drehen, das finde ich ganz cool. Warum ist A Exit? Ich würde vermuten, bei A würde man das Spiel starten, aber nein. Okay. Okay, also nicht A drücken. A ist confirm? Nee, B ist confirm. Okay, B und A ist vertauscht. Egal. Egal, fangen wir an! Forsaken City! Created for the 6th anniversary by the Celeste Team. Genau. Es gibt wieder Erdbeeren zu sammeln. Yippie! Ihr kennt mich ja. Und guckt euch das Spiel an, guckt, wie süß es ist. Guckt euch das an, wie süß. Ja, wer es nicht gemerkt hat, das Spiel ist natürlich sehr stark angelehnt an N64-Spiele. Auch die Mario 64 Sound von gerade. Das ist mir gerade ein bisschen zu laut. Warte mal. Wow! Da war schon mal unser erster Tod. Okay, die Steuerung ist echt komisch, muss ich sagen. Ich springe. Ich kann mich dann ein bisschen noch bewegen, aber nicht so viel. Seht ihr das? Aber gut. Ja, wenn man die hier auf 100% sammeln kann, will ich es auch versuchen, aber... Oh Gott. Oh Gott. Wow. Wow. Also grafisch top. Kann man sich nicht beschweren. Vor allem, das Spiel ist kostenlos. Könnt ihr einfach so jetzt downloaden. Anders als zuletzt selber. Na, warte. Boing. Boing. Okay, vielleicht anders. Ja, wie komme ich denn hoch? Da kann ich bestimmt nicht stehen, oder? Kann ich hier stehen? Nee. Okay, das muss anders gemacht werden. Kann ich auf dem Schild stehen oder so? Irgendwie nicht, ne? Obwohl das eigentlich eine Collision hat. Aber ich bin einfach zu schlecht. Ja, bin ich. Okay. Ich kann einfach so hoch. Nein! Jetzt habe ich es doch vertootet. Naja, gut. Passt. Passiert. Und... Wow. Checkpoint! Der hat dringend nötig, glaube ich. Okay, es ist sehr offensichtlich an Mario 64 angelehnt. Aber feier ich, ist geil. Wow! Oh Mama! Hi! Hey, es ist so kalt hier. Ich kann meine eigenen Füße sehen. Ah, schön, dass du auch hier bist, Granny. Hey, Kiddo! Willkommen zurück, es ist eine Weile her. Ja, ich hatte zu tun. Ah, hab ich gehört. Kleine Miss Fancy Pants ist hier und schreibt ein Buch. Ach so, das ist nichts Besonderes. Aha. Ist das der Grund, warum du hier bist? Bist du nervös wegen dem großen Projekt? Nee, juckt mich eigentlich nicht. Außerdem wollte ich doch einfach nur meinen geliebten Ort wieder besuchen, ohne gleich interrogated zu werden von dir. Ja, okay, ist okay. Ich weiß, du hast eigentlich mehr zu verbergen, aber ich werde dich jetzt ersparen. Hab Spaß. Danke, Mama. Und, was soll das eigentlich jetzt heißen? Ich liebe diese Mache 64 Sound von. Oh, das kommt mir ein bisschen off guard, muss ich sagen. Das ist lustig. Oh Gott, die sind Stacheln. Okay. Wow, was passiert? Hi. Hallo. Guckt sie euch an. Madeline ist das gemacht worden. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das ist einfach ein Fakt. Wow. Okay. Wow. Okay. Ich werfe halt die ganze Zeit. Nee, was? Was will ich hier machen? Ja, ist ein bisschen schwierig, mit der Steuerung klar zu kommen. Die ist halt echt weird. Ich würde auch gerne so einen Free-Mode haben mit der Kamera, aber das gibt's ja nicht. Geht das nicht hier? Boing, boing. Ja doch, eigentlich geht das schon. Okay. Ich bin hier oben. Ja, Erdbeere für uns. Bam, 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 bam. Ich sehe schon, da ist ein Kristall. Okay. Ja komm, wir wollen auf jeden Fall hier alles sammeln. Das macht doch richtig Bock irgendwie. Ist nur schade, dass sie daraus kein richtiges Game machen werden.
Also, wäre cool gewesen, sag ich mal so. Oder was meint ihr? Ich kann da wirklich durch? Oh. Ja, aber das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Muss ich jetzt alles neu sammeln, weil ich gestorben bin? Ich hoffe doch mal nicht. Nee, muss ich nicht. Gut. Was bist du hier? Hm? Fragezeichen. Okay, muss ich hier 100 Münzen sammeln und dann spawnt da was? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Wow. Was passiert denn hier? Kann ich das kaputt machen? Nee, glaub nicht. Don't think so. Na komm, hoch da. Nein! Ah, so close. Warte, der war doch außen rum irgendwo. Was ist hier? Was? Oh! Aha. Okay. Das ist so offensichtlich angelehnt an Mario Sunshine. Ich feiere das. Nein! Okay, wir können nochmal versuchen. Sehr gut. Nein! Ach, Mist. Ich feiere das aber auch total. Auch die Musik und alles. Oh, richtig cool. Liebe auch zum Detail. Ah, da sollen wir uns rüberschlottern lassen. Ah. Da seht ihr, dass ich hier so Momentum bekomme von den Dingern. Und das soll ich hier ausnutzen. Komm. Nein, ich wollte nicht drücken. Weil ich mir dachte, wäre vielleicht besser, es nicht zu tun. Ich werde übrigens nichts cutten, außer ich brauche viel zu lange. Denn! Das wird die eh nicht lang dauern. Habt ihr gesehen, der Hydran hat mitgetanzt. Auch geil. Was mache ich nicht mal? Also wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen. Es ist kostenlos auf itch.io zum Austesten. Genauso wie auch der in Anführungsstrichen Vorgänger von Celeste. Dieses Pico 8 Ding. Das glaube ich gibt es ja auch im Hauptspiel. Da ist eine Erdbeere, aber ich weiß, dass da hinten auch eine leuchtet. Das sieht man jetzt auch schon. Und ich will lieber erstmal hier lang. Was zur Hölle? Wow! Wow, nein! Okay, ist okay, ist okay. We can do this. We in this. Ist okay. Gewinn. Keine Ahnung, wie viele Erdbeeren es hier gibt, aber die Erdbeeren scheinen hier wohl die... Ach, Mist. Die Mario-Sterne zu ersetzen. Aber stellt euch vor, das hier wäre jetzt ein Mario 65 ROM-Hack. Das wäre so cool, oder? Was, bin ich jetzt wirklich ausgerutscht? Uff. Einfach nur uff. Okay. Ha! Mann! Okay, so. Aber für die Leute, die meinem Celeste-Gameplay gewohnt sind, die... Ja. Egal. Nein! Was ein Spaß wieder haben, oder? Was ein Spaß. Ja, wie ich schon bereits erwähnt habe, könnt ihr euch auf das komplette Hauptspiel bei mir anschauen. Hab ich auch komplett... Das ist nicht dein Ernst! Habe ich auch komplett durchgespielt. Ich spiele genauso wie im Hauptgame, ne? Ich fahre hier bei jeder kleinen Kacke runter. Ja. So, aufpassen bitte. Ja? Ich gehe den intended Weg hier. Yay! Und nun? Oh! Danke, Spiel! Plopp! Leider hat aus Versehen B gedrückt. Um in die Blase zu kommen. Wow! Wusch! Was mach ich denn da? Kann ich jetzt einfach cheaten? Einfach tricksen? Trick 17? Let's go! 6 Stück schon. Ich würde mal vermuten, es gibt 10, oder? Würde Sinn machen, wenn ja. Es ist viel eingefroren. Oha! Bring! Keine Ahnung, ob das irgendwas macht. Ich mach's einfach mal. Oh, ich kann hier stehen. Oh, cool. Nett. Okay. Ich sehe schon. Da oben. Nein. Oh, oh, oh. Komm schon. Lass mich. Da. Hoch. Eh. Was eh. Wow. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was war das denn? Sabotage. Aber sowas von. Okay. Wir versuchen es einfach an.
9. Jetzt, das gerade war einfach nur so ein so eine funny moment, haha, hihi. Ihr wisst schon. War einfach nur für eine funny moment. So, aber jetzt. Jetzt schaff ich's! Hier lang, hier lang. Hier ein bisschen walljumpen. Okay, ich muss nicht mal dashen. Perfekt. Bam, bam, bam. Und sterben. Oh Mann. Ich weiß nicht, kann ich vielleicht auch von hier darüber? Ja, okay, wenn ich das jetzt nicht verkacken würde, das Timing, könnte es vielleicht funktionieren. Ich versuch's nochmal. Weiß nicht. Wisst ihr was? Ich gehe einfach trotzdem nochmal einfach dahin. So. Okay. Hinweis. Steht Hinweis, Leute. Ba-da-ba, ba-da-ba. Wie auch alles boppt. Super. Oh! So ein Ding ist das also. Oh! Klack, 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 klack. Immer gedrückt halten. Wenn ihr nur kurz macht, dann boppt ihr nur so ganz kurz. Yeah, 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 yeah. Ding, 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 ding. Okay. Okay. Wir kriegen das hin. Aber bitte in die richtige Richtung. Nein! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Was gerade passiert? Wow! Wow, was passiert hier gerade? Alter! Was? Was macht Battle da für Moves? Ich kann so einen Backwards Jump machen. Habt ihr das gesehen? Ah! Ah! Ich hab's! Wow! Das war close! Nice. Können wir den mitnehmen in den Bucket? Den Bucket! Nee, können wir nicht, schade. Das macht richtig Bock bisher. Ich hab richtig Spaß. Ist da was? Ach, schaut mal. Wenn ich dashe, dann kann ich so einen Sprint-Boost machen. Ach, ich kann die lesen. Lol. Geheimes Schild. Nicht lesen! Aber jetzt, wo du mich gelesen hast, hier ist ein Tipp. Du weißt, dass du dashen kannst. Und du weißt, dass du springen kannst. Aber wusstest du auch, dass du Dash springen kannst? Einfach dashen und dann springen. Genius. Der Dash Jump ist eine krasse Erfindung. Versuch's doch mal. Oh, oder versuch's halt nicht. Ich bin nur ein Schild. Ich bin kein Polizist. Okay. Du meinst das so? Ja, ja. Da hört man auch den Sound. Oh! Das war gerade lucky. Ich hab nicht mal erwartet, dass da noch hinter ist. Cool. Let's go. Oh, da habe ich was verpasst. Darf ich nochmal hin? Na komm. Ja, okay. Sobald man es gesehen hat, ist es extrem einfach. Oder soll man ja eigentlich anders hinkommen? Oder ist es einfach nur so ein Troll? Okay, keine Ahnung. Ach, was haben wir das schon gemacht? Das haben wir noch nicht gemacht, ne? Okay, gibt es mehr als 10 Erdbeeren. Vielleicht 15? Oh, ich liebe die Musik. Die Musik ist so toll. Ah, das sind diese blauen Dinger überall. Ich soll ja offensichtlich hindashen, oder? Ach, warte, das sind diese Schlüssel. Die muss man einsammeln und dann öffnet sich irgendwo ein Tor, beziehungsweise dann wird ein Felsen oder so bewegt, vermutlich, oder? Wie mache ich das denn hier? Erstes Mal 3D-Game? Nee, das nicht. Das sind zwei von denen, aber mehr ist ja auch nicht. Soll ich hier wirklich einfach nur die ganze Zeit walljumpen? Ja, aber dann. Okay, eins habe ich jetzt eingesammelt. Schon gut, aber. Ich gehe das irgendwie falsch an, glaube ich. Ha. Ha. Vielleicht erstmal hier hoch. Also das hier scheint ja gewollt zu sein, dass das so mit Spiel funktioniert. Dieser Walljump, oder? Sonst würde er mich nicht das machen lassen. Das sind drei! Ach! Den habe ich gerade nicht gesehen vorhin. Schaut mal, da ist noch ein dritter. Habt ihr das gesehen? Da. Ist das noch ein vierter?
Wait, das ist noch ein vierter. Oh mein Gott! Hä, wie soll ich da hinkommen? Hm? Was? Ich kann auch wieder zurückgehen. Nee, komm, das machen wir schon durch hier. Was? Sonst muss ich das hier nachschauen. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Was ich mich nicht ganz verstehen kann. Wie das funktionieren soll. Okay, vielleicht sollen wir einfach immer. Nee. Oder? Meine andere Idee wäre jetzt halt, statt das zu versuchen, was ich gerade versuche, immer an den Wänden zu bleiben, ist ja viel zu anstrengend. Vielleicht. Also, vielleicht doch an den Wänden bleiben, aber halt in einer anderen Reihenfolge. Okay. Wir haben was. Wo geht's hier weiter? Hier? Kamera! Nein, sorry, aber das ist absolut keine coole Gameplay-Mechanik. Also überhaupt nicht, wenn das so richtig ist. Ich mach's doch bestimmt einfach nicht falsch, oder? Oh mein Gott, was? Ich kann die Schultertaste gedrückt halten, um zu klettern. Ja, ich wollte schon sagen, das ist ja gar kein cooles Game-Design hier, was ich hier jetzt gemacht habe. Irgendwas stimmt da ja nicht. Ja, ich habe vergessen, dass man in Celeste ja auch klettern kann. Ups. Oh, ja, aber das sollte ich, wenn dann, schon richtig machen. Mann, man rutscht aber auch immer aus. Ich meine, ja, okay, wir sind ja bei einem rutschigen Eisberg, aber trotzdem. Ja, okay, das erklärt einiges. Ja, wie komm ich denn daran? What? Ja, okay, direkt zu dashen ist absolut keine richtige Entscheidung. Okay, dann lassen wir das. Aber wie soll ich denn da rankommen? Vermutlich doch das hier. So, und dann irgendwo ranfesten. Aber wo denn? Ich will erstmal die Schwierigen als erstes machen. Oder zumindest lernen, wie ich die Schwierigen machen soll. Ah, das kann sein. Wartet mal. Nicht ausrutschen. Okay. Die Musik, ey. Ja, okay, aber wo soll ich denn da lang? Danach. Oh! I'm alive! Okay. Ich lebe noch. Mhm. Ich habe aber das starke Gefühl, dass ich nochmal zurückgehen sollte, um mich aufzuladen. Kann ich das? Ja, doch, das kann ich doch, oder? Einfach hier abspringen? Okay. Okay, halbe Miete. Weil ich nicht sterben sollte, ist natürlich die Sache. Okay, schön. Das letzte Ding ist ein bisschen schwieriger, ein bisschen mehr tricky. Aber nichts, was ich als Profi nicht hinbekommen würde. Perfekt. Okay. Okay, ich hab schon gesehen. Ha! Oh, okay. Nein! Okay, ich gehe ganz langsam. Wir haben's! Boah. Das war bisher das Schwerste. Das war absolut nicht einfach. Okay. Cool. Da oben waren wir schon. Hier waren wir eigentlich überall schon, ne? Wo waren wir denn noch nicht? Wir haben 11 Erdbeeren. That doesn't seem right. Wenn ihr mich fragt. Also irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwo muss noch was sein. Waren wir hier? Nope. Goldene Federn? Ah, die Dinger. Ich erinnere mich. Ja. So, die nächste Kassette. Erstmal B-Side, C-Side, jetzt ist D-Side. Und das ist nämlich ein bisschen an Wario World, finde ich. Oder? Ein bisschen? Hat das schon so Vibes? Hä? Okay. Das ist ja easy. Kann einfach kurz floppen. Ach Gott. Muss halt noch ein bisschen mit der Steuerung warm werden. Aber ansonsten ist es eigentlich nicht so schwer. Ja, okay. So wie ich es vorhin gemacht habe, war besser. Ich mache es einfach anders. So. Ja. Ja. Okay. Oh, nein! Vielleicht soll ich die Kamera anders drehen. Vielleicht ist die Kamera, die mir ein bisschen
Ärger bereitet. Aber wenn dann doch wieder so rumdrehen. Okay. Mhm. Wie gesagt, es ist hier gerade, ehrlich gesagt, eher die Steuerung, die mir hier gerade Probleme macht. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe gerade am meisten Probleme mit der Steuerung. Die einfach ein bisschen schwieriger ist. To get used to, sag ich mal. Die wackelt auch so, keine Ahnung, ist einfach seltsam. Oh, ich habe mich selbst, glaube ich, overgescrewt, ja. Oh, ich sehe schon, das ist wie so ein Pokémon-Puzzle. Du musst ja den richtigen Weg gehen, sonst hast du keinen Rückweg mehr. Und die gehen sofort kaputt, das ist nicht einfach. Hey, hey, Madeline, na? Das könnte mich ein paar Versuche kosten. Das kann sein. Okay. Zurück muss ich ja nicht mehr. Kann ja so alles ruhig zerstören. So. Perfekt. Perfekt. Was nun? Was zur Hölle? Geht hier denn bitte ab? Okay. Das geht. Muss zum Glück nicht. Ding Dong, hallo. Muss zum Glück nicht alles hier kaputt machen. Zum Glück. Stellt euch das mal vor. Wir haben's! Oh yeah! Und zurück. Komm, lass mich los. Mhm. Da oben ist doch bestimmt noch was, oder? Wo ich denn jetzt lang? Lass mich mal hier nochmal umschauen. Hier oben ist doch bestimmt noch irgendwas Wichtiges. Aha, da ist noch eine. Da sind in dem Gebäude sind zwei. Oben bestimmt noch eine, oder? Da ist doch ein. Ist das ein Checkpoint da oben? Boah, okay, gleich gibt's hier wirklich 20 Stück. Das ist doch größer, das Spiel, als ich gedacht habe. Was ehrlich gesagt ziemlich cool ist. Noch mehr Gameplay, noch mehr Spaß. Ne? Ne? Dächt denn noch einen Boden hin? Hm? Nee, kann ich gar nicht. Okay. Schauen wir uns erstmal das hier. Nach unter uns ist noch was. Da komm ich, nee, da komm ich nicht lang. Okay, warte. Machen wir erstmal das über uns. Ja, ah, tot. Mist. Kann passieren. Miau. Komm. Achso. Bin schon dran. Das sieht irgendwie von der Kamera. Ja, okay, von hier aus sieht man's. Aber es sah gerade aus, als wäre ich noch so ein Stückchen weg davon. Okay, bringt die Basis. Ja, okay, die Basis wird nicht zurück. Da ist noch was! Das ist was! Oh mein Gott, ist der böse versteckt da hinten. Ey, es kann gut sein, dass ich schon irgendwo Erdbeeren verpasst habe, ganz am Anfang in den Gebieten. Einfach weil ich die nicht sehen konnte. Das kann halt literally sein. Kannst du mich bitte? Danke. Okay. Das sind bestimmt 20 Erdbeeren am Ende, oder? Das ist meine Prediction. Wir haben jetzt 14 und hier sind noch mindestens 2. Mindestens 3 wahrscheinlich. Was machst du? Ah, schau mal, was wir jetzt haben. Ah, das halten wir nur für ganz kurz. Die Ability mit Badalin zusammen. Okay, ich sollte es also nicht verschwenden. Finde ich aber cool, dass wir die bekommen. Und ich habe sie gerade verschwendet. Let's go. Ach, wir brauchen die dafür, dass wir uns da Double Dashen können. Steht der Double Dash? Mario Kart. Boing. Hä, wie soll ich denn anders hier hinkommen? Warum ist da unten? Ob bei uns irgendwas. Okay. Warte. Okay, jetzt ist es weg. Okay, keine Ahnung. Keine Ahnung. Boing. Boing. Okay, das schafft man. Ich glaube, das schafft man nicht. Hä, was? Was? Hä? Wie bitte? Can you repeat that? So nicht? Ach, weil ich den Backwards Jump machen soll dafür. Verstehe. Wow! Will ich abspringen, bitte? Blump. Schön in der Pose bleiben. Schön cool bleiben. Wo holst du mich hin? Schon gut, aber da will ich gar nicht lang. Eigentlich lieber
da lang. Und mir das hier schnappen. Und daraus werden wir hier hochkommen. Ach, ich kann die graben. Okay, sehr gut. Bam! Nice. Und du fliegst mich wieder zurück? Aber wo lang? Keine Ahnung. Hier nicht. Gibt's überhaupt irgendwas noch? Ja, da ist... Doch, da ist was, da ist was. Ha! Ah. Where am I? Nein. Ich muss mich da oben festhalten. Ja. Wie komme ich da hin? Kann ich stehen? Ich wollte gerade stehen. Hm? Wartet mal. Ich kann doch hier nicht umsonst stehen, oder? Das stimmt hier nicht. Ja, ich wollte schon sagen, da komme ich hoch! Let's go! Ach, den ist schon wieder. Perfekt. Was zur Hölle? Gibt's ein Schild, das mir hilft? Nee. Okay. Hä? Nee? Manche gehen kaputt, aber manche nicht. Okay. Also ich muss hier auf jeden Fall hoch. Und jetzt? Hier ist doch nichts. Was übersehe ich gerade? Ich kann aber auch die Kamera nicht frei nach Willen bewegen. Was auch irgendwie schade ist. Warte. Ah, den Backwards Jump soll ich da machen. Und da oben ist noch was. Verstehe. Man soll diesen Backwards Jump ausnutzen. Ich weiß aber nicht, wie man den perfekt macht. Okay, okay, okay. Gut, 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 gut. Bleib das so, bleib das so. Hilfst du mir? Hey, Kumpel, nicht mich killen. Ich hab gefragt, ob du mir hilfst. Okay. Zum Glück habe ich noch genug Höhe gehabt. Cool. Wenn meine Rechnungen stimmen. Danke. Fehlt uns jetzt nur noch 2 Erdbeeren. Es kann aber auch sein, dass ich nicht recht habe. Oder hinten ist was. Also, das hier meinte ich jetzt gerade gar nicht. Warte mal. Hier oben geradeaus ist eine Erdbeere, die rumläuft, einfach so rumfliegt. Und da links ist eine Kassette. Da. Okay, ich gehe aber erstmal zur Kassette. Komm, da haben wir das hinter uns. Vermutlich die letzte, oder? Aber ohne Witz. Auch wenn das Spiel schwer ist. Das Spiel macht echt Spaß. Echt cool. Wow. Okay, verstehe. Verstehe. Wow. Ey. Hab ich ausgetrickst. Okay. Kribbeln, kribbeln. Okay, da soll ich nicht lang. Was soll da das Gegenteil machen? Also einfach so machen? Ja, aber ein bisschen geschickter nächstes Mal. Okay. Mhm. Jetzt wieder nach oben. Was? Warum bin ich gestorben? Vielleicht seitlich. Vielleicht ist es seitlich besser. Von der Ansicht. Mhm. Oh, das ist falsch. Wow. Okay, okay. Oh, ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ba, ba, ba. Yippie. Die Musik ist cool. Die Musik ist richtig cool. Oh Gott, wie komme ich da jetzt wieder hin? Ah, danke. So komme ich da hin. Und auch dahin. Maybe? Wenn ich rausfinde, ob ich das dahin schaffe. Hm. Wie mache ich das am besten? Mann, Mist. Ich weiß aber wirklich nicht, ob man auch was dafür bekommt, wenn man alles sammelt. Oder es einfach nur so ist, ja, du kannst halt sammeln, aber das Spiel endet nie. Wisst ihr, was ich meine? So, es gibt kein Ende, das programmiert ist. Okay, ich lasse das mal, dass ich hier mal das funktioniert wahrscheinlich nicht. Versuche lieber hier safe zu landen. Okay. Jetzt auch wieder auf safe Boden. Perfekt.
Okay, hier kann ich ja hochklettern. Ja. Du zeigst mir den Weg. Ja, tust du. Yep. Nein. Okay. Wartet. Einen Moment. Ich krieg das hin. Ich schaff das. Ja. 20 Erdbeeren. Aber das scheint wohl noch nicht das Ende zu sein. Oder das Spiel endet nicht. Ich überlege, wo könnte noch was sein? Waren wir da oben schon? Auf gar keinen Fall. Da oben ist noch eine Kassette. Da gibt es mehr als 20. Okay. Ach, schaut mal hier. Das ist ja auch noch nicht geöffnet worden. Das muss also auch was hiermit zu tun haben. Okay. Was bist du denn hier? Geheimes Schild, nicht lesen. Aber wenn du schon liest, dann hier ein Tipp. Der rechte Analogstick ist die Kamera. Ich habe nicht gesagt, dass es ein guter Tipp wird. Aber versuch mal, den Stick zu bewegen. Für einen tricky Jump. Okay, ist nichts Besonderes. Schade. Oh! Okay. Warte mal, war ich hier noch nicht drin? Doch, da war ich schon drin. Wollte gerade sagen. Sehr seltsam gewesen, wenn nicht. Okay, wir können ja einfach hochklettern, was wir herausgefunden haben. Da ist aber noch etwas, was ich gerne hätte. Eine Kassette! In einem Minigame! Okay, ich sag dann wird's 25 bis 30, aber... Nochmal ändere ich meine Einschätzung nicht. Boing! Boing! Komm, first try! Okay. Boing! Ja. Und! Oh, knapp! Aber wir haben's! First try! Yippie! Okay, was mache ich jetzt hier drin? Ja. Springen! Und nochmal woanders lang gehen. Theo! So hieß er doch, oder? Was macht er da ohne uns? Hey! Hey, Kollege! Hey, Kollegen! Hey, du da! Hey! Erdbärchen! Theo! Das ist schön, dich zu sehen! Ja, geht mir genauso, du Fremder. Ich hab vergessen, was? I forgot to respond to you again. Ich hab vergessen, dir wieder zu schreiben, oder? Nee, alles gut. Das ist, warum ich dich und Alex hier hingebracht habe, bevor ich gegangen bin, was? Aha. Okay. Okay, ist nichts Wichtiges. Clever. Alex ist super. Ihr zwei seid so gay. Ich liebe euch dafür. Toll. Sehr random Text. Aber sag ich nichts gegen. Du? Was machst du so? Diesen Turm hier hochzuklettern war nicht einfach für mich. Aber ich habe ein paar Bomb-Shots hier gemacht. Also richtig geile Kameraführung. Toll. Die sehen richtig gut aus in meiner Galerie. Was, eine Galerieshow? Ja, Mann. Die erste von vielen. Das sind eigentlich nur Bilder von meinen Reisen. Aber mit mal einem Theme. Humanity amongst urban isolation. Aha. Okay. Theo, das ist so... so künstlerisch. Okay. Du hilfst mir aber nicht weiter, oder? Badlin. Da hinten ist ein riesiger Turm mit noch mehr Stuff. Wie komme ich da hin? Okay. Ich habe eine Idee. Warte, muss ich da nochmal hin? Das ist der Anfang, ne? Da muss ich wahrscheinlich nicht mehr hin. Okay, lass mich mal hier runter. Aber nicht so. Jetzt habe ich leider die Orientierung ein bisschen verloren. Okay, da hinten ist auch dieser Banner mit Badlin. You are ready. Bin ich das? Okay. Wenn du das sagst, dann bin ich das. Ja,
Hier waren wir ja vorhin. Na gut. Oh. Ja, wie komme ich jetzt hier? Da hoch. What? Hat das was hiermit zu tun? Wow! Jetzt geht er wieder runter. Oh! Oh! Hier ist noch ein Weg. Das habe ich gar nicht gemerkt. Das habe ich gar nicht bemerkt. Okay, hier ist nichts. Wow, 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 wow. Ganz ruhig, Süße, ganz ruhig. Jetzt bin ich hier rüber. Okay. Wie zur Hölle erwartest du von mir, den Jump zu machen? Hilfe. Was zur Hölle? Ja, nee, jetzt mal ehrlich. Das ist doch ein geiles Schild. Hey, hey, geiles Schild. Erklär mir, was ich tun muss. Nein! Mann, du musst immer genau perfekt davor stehen. So wie in alten Spielen eigentlich. Ich bin ein einsames Schild. Bitte, lies mich. Danke für noticing, Senpai. Ein kleiner Tipp. Wenn du... Was? Camera all the way in. Okay, wenn du nach oben schaust, wirst du was verdecken. Aha. Ja, da sagt eigentlich nur, man soll immer nach oben schauen. Das habe ich auch schon rausgefunden. Vielleicht brauche ich ja die Kraft von Madeline und Madeline, um hier weiterzukommen. Das könnte sein, das könnte ich mir vorstellen. Mhm. Also hier muss ich auf jeden Fall dashen, um darüber zu kommen. Ja, okay, man braucht die Ability von beiden. Wusste ich jetzt nicht, aber okay. Lag auf der Zunge, ne? Gut, 23. Ich gehe immer noch von 25 aus. So, aber... Da hinten war ja irgendwo das Badlin. Und da oben. Naja, also muss ich da den Turm noch hoch? War ich da noch nicht oben bei dem Turm? Also ganz oben? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich gehe nochmal hin. Vielleicht habe ich das dann auch noch nicht gemacht. Vielleicht habe ich es vergessen. Nein, was? Oh Mann. Oh Mann. Okay. Aufladen. Schön. Gucken, wo kann ich hier noch mal lang? Ach hier. Ups. Ach man, komm schon, Spiel. Das ist doch echt lame. Ja, okay, hier waren wir halt, ne? Ach, hier geht's eigentlich weiter. Oh, das macht Sinn. Ich habe mich schon gewundert, wo das eigentlich hinführen soll. Ich dachte mir dann halt am Ende, ja, okay, das führt eigentlich nur wieder zurück. Zum Rückweg, das halt wegdasht. Nein! Das ist dafür da, dass man hier den Turm erklimmen kann. Ja, okay, das ist cool. Das ist richtig cool. I like this. Aufpassen. Okay. Wozu brauche ich das? Dafür. Knapp. Okay, und... Ah. Du bist dafür da. Damit ich zu battlen kann. Hi! Oh, es ist ruhig. Hey! Hey! Wie geht's dir so? Machen wir es ja wirklich jetzt? Ja? Ich denke schon. Wegen dir müssen wir immer so schwere Dinge tun. Ja, ich hatte schon. Warum kannst du einfach glücklich sein? Wieso machst du all diesen Aufwand und diesen Schmerz und diese Veränderung? Keine Ahnung, ich habe keine Antwort, die ich jetzt wirklich machen würde. Ich kann nicht immer versuchen, das zu rechtfertigen, dass es immer in Kreisen geht. Am Ende des Tages fühlt sich einfach richtig an. Das ist alles, was ich sagen kann. Ja, ist ein guter Grund. Ich will, dass du mitkommst. Bitte! Ich mache auch Platz für dich. Du darfst ja Angst haben. Ich weiß, dass wir das brauchen. Ja, schön, dass... Danke, dass du hierher gekommen bist. Ja, lass es uns tun. Okay. Yay. Okay, alles in 3D. Die Erinnerungen sind nicht perfekt. Alles nostalgisch. Genau.
Und du? Celeste 64. Oh. Fragments of the Mountain. Ja, so heißt das Spiel. Created in a week-ish by the Celeste team. Ach, ich bin schon fertig hier, oder was? Maddie Thorson, Noel Berry, Amora B., Pedro Medeiros, Lena Rain, Heidi Mata, and Kevin Regamy and Jeff Tangsock of Power Up Audio. Nice. Special thanks. Maddie would like to thank Sarah and Zed, for their love and support. Okay. Noel thanks Yvonne for being chill and cool. Amora would like to thank Kiki, Zach, Rose, and Phil for being so loving and fun. Pedro would like to thank Isa for saving his Git merges, Pedro Damasceno, and everyone from Shinela for helping him learn 3D. Jeff would like to thank his good friend Stelmac. Kevin thanks Zoe for her boundless support, even when it comes to silly projects like this one. Lena would like to thank Bobbin for being a cat. Heidi would like to thank Brian for being awesome, and Furi for being perfect. And lastly, thank you to Celeste players everywhere. Your love and passion for our little game continues to inspire us. Nice. Okay, Freunde. Ich werde mal kurz nachschauen, ob wir wirklich alle Erdbeeren haben. Aber wenn ja, ist es wohl das Ende. Hier gibt's auch nichts mehr. Das war's dann wirklich. Wait, what? Es gibt 30 Erdbeeren. Was? Wo habe ich hier 7 Erdbeeren übersehen? Okay, Freunde, die Reise geht weiter. Ja, vor allem das hier haben wir noch gar nicht geschafft. Das ist wahrscheinlich unser Preis für 30 Erdbeeren da unten, was auch immer da ist. Jedenfalls, wo zur Hölle muss ich denn... Oh, oh hey. Hier ist einer. 24. Ich weiß übrigens nicht, ob das Spiel abspeichert, wäre aber gut zu wissen, ob es das tut oder nicht. Gut, wo schaue ich dann jetzt halt nach, ne? Hier kann man ja hochbouncen. Hat das irgendeine Bedeutung? Also da war auf jeden Fall eine Affäre. Ich meine, im Endeffekt muss ich halt sonst... Oder am Ende muss ich halt sonst einfach alles nachschauen. Was halt nervig ist, aber... wäre jetzt nicht schlimm. Also es wäre nervig. Aber jetzt nicht schlimm, so meinte ich das. ja. Ich weiß nicht, wo was sein sollte. Waren wir hier eigentlich schon? Nee, waren wir noch nicht. Geheimes Schild, nicht lesen. Aber wenn du mich schon liest, dann hier ein Tipp. Ein Skid-Jump. Fullspeed-Rennen. Und dann drehe ich schnell um und drücke einen Jump-Button. Ja, okay. Was hast du? Ja. Okay, wenn du mehr Schilder liest, lies sie nicht. Also findest, dann lies sie nicht. Okay, nein, ich nicht. Warum kann man da eigentlich runter? Hat das was zu bedeuten? Nee. Okay, das muss mal einer erklären, wie man darauf kommen soll. Man muss hier jede einzelne Plattform runterfallen lassen und es dann sicher wieder auf Land schaffen. Für eine weitere Erdbeere. Hä? Ich hab ja nicht mal irgendeinen Hinweis darauf oder so. Ah. Ha, plopp. Eingeploppt. Ja, keine Ahnung, wie man drauf kommen soll. Ja. Schauen wir mal, wo die nächsten 5 sind. Ach so, stimmt ja. Da unten. Die habe ich gesehen, aber ich hab's nicht gecheckt. Ja, aber eigentlich ist das ja offensichtlich, weil man sieht ja schon direkt vom Glas aus her, da unten ist was. Also würde ich mal vermuten. Komme ich da so irgendwie dran, oder? Oder nicht? Doch. Und dann? Ja, okay, toll. Ah, den Weg, den man hier nicht sehen kann, natürlich. Okay, also hier geradeaus. Und dann hier drumherum. Aber jetzt sag mir nicht, das musst du alles in einem Versuch schaffen. Doch, muss man. Okay. War aber doch nicht so schwer. Ich dachte... Okay, 26. Mit dem Gebiet sollten wir aber auf jeden Fall fertig sein. Gehe ich mal von aus. Ich glaube, ich bewege mich jetzt woanders hin. Wow, was zur Hölle? Okay, man kann hier noch nach oben. Warte, lass mich kurz demonstrieren, indem ich hier nicht schlecht spiele. Man kann nämlich hier nach oben und da oben ist tatsächlich noch eine Sub-Area, noch so ein Bonus-Level. Ja, keine Ahnung, wie ich das übersehen habe. Ich habe eigentlich mehrmals nach oben so geguckt mit der Kamera, hab's trotzdem nicht gefunden.
Seltsam. Aber ja, da ist noch was. Nein! Ist aber nicht so einfach, da hochzukommen. Wie man sieht. Warte, du hilfst mir doch bestimmt, oder? Nee, du kannst nicht nach oben. Nee, dann lass es. Dem kann ich nicht nach oben drücken, was reinkommt. Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht, Freunde. Ich würde sagen, einfach so. Nee. Ja, toll. So, ich kann da auch einfach klettern. Aber nur springen und klettern. Nur hier nicht. Ja, doch, das hat geklappt. Alright. Erdbeere! What? Okay. Alles klar, hab's verstanden. Geht's? Okay. Musik ist super. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Nein! Musik ist toll. Die ist top-notch. Generell ist Celeste-Musik ist eigentlich immer sehr, sehr nice. So, rüberdashen. Okay, schön. Ja, aber wir waren ein Checkpoint. Toll. Ah, ich sehe auch schon, warum hier ein Checkpoint ist. Ah, weil wir wieder so ein Spielchen spielen. Nein, ey! Betrug! Ich wurde betrogen! Um mein Leben! Okay. Es gibt bestimmt eine richtige Reihenfolge. Oder halt eine bessere Reihenfolge oder so. Aber ich probiere einfach mal. Ne? Ich gehe hier nicht nach Norms. Oh, da kann ich nicht lang. Ah, nee. So, so muss das doch richtig sein. Ja, doch. Jetzt klappt's. So wie ich es machen wollte. Jetzt einfach geradeaus? Warum nicht? Warum fehlt jetzt noch einer? Und vor allem, wie habe ich den übersehen, wenn er noch gefehlt hat? Was zur Hölle? Okay. Die respawnen aber auch, was sehr, sehr gut ist. Nein, ich hätte einfach weiter können. Das war schon Ding-Dong. Das war schon Ding-Dong. Ich hätte einfach weitergekommen. Ja, wegen der Kamera, die dreht sich halt immer und dann dreht sich die Steuerung auch. Dass ich immer die Steuerung, die Kamera mal in die Steuerung geht. Ja. Sollen wir das so machen? Ah, fast. Aber ihr habt gesehen, wie ich es gemacht habe, ne? So wirkte gerade richtig. Ja! Ja! Nein! Ja! Ja! Yippie! Drei fehlen noch. Wo könnten die nur sein? Stimmt, irgendwo, wo ich noch gar nicht mal nachgeschaut habe, oder? Und warum werde ich eigentlich gar nicht zurückgerettet? Das wäre ich sonst fast immer. Seltsam. What? Das habe ich gerade aus Zufall rausgefunden. Ich schwör's euch. Ich war einfach nur so, ich wollte einfach nur schnell hier durch. Wollte so hochklettern. Auf einmal geht das die Wand hier ab. Ja. Cool. Noch ein Bonus-Level. Und das wird nicht leichter als das andere. Auf gar keinen Fall wird das leichter. Aber ich glaube, ich weiß sogar schon, was ich tun soll. Geht das nicht? Wartet. Zack. Oh. Du bist einer von den Leveln. Nein, warum bist du so weit? Ich mache, glaube ich, immer zu früh den Dash. Ich glaube, das Spiel will, dass ich eigentlich immer ein bisschen abwarte, damit ich nicht so weit oben immer bin. Und so, ja. Jetzt schnell einfach zweimal dashen. Okay, hab's verstanden. Perfekt, zweimal.
Leute noch übrig, okay. Wo sind die? Wo sind die? Ich finde sie. Kleine Madeline. Ich finde sie. Ja, ich finde sie. Große Madeline findet sie auch. Yippie! Okay, was zur Hölle? Müssen pinke Haare haben und dann unversehrt wieder zurück zum Haus. Ja, ich verarsche euch nicht. Da kriegt man einfach so eine Erdbeere. Es war schön und gut, ist ja ganz nett, aber wie zur Hölle kommst du bitte darauf? Also jetzt mal ohne Witz, wie kommt man darauf? Ohne Witz, das ist etwas, was ich nicht begreife. Na gut, aber ihr seht ja, es ist jetzt nicht so schwer. Bin ich gerade den falschen Weg? Nee, bin ich nicht. Ah. Ah, verstehe. Das sind die Dinger hier. Okay, hat geklappt. Perfekt. So, und ich habe mich ja die ganze Zeit schon gefragt, hä? Warum ist dieses Fragezeichen? Das ist bestimmt unsere Belohnung für 30 Erdbeeren. Nö. Das ist einfach... Das ist pink, also kann man ja darauf kommen, dass man Pegari verbraucht. Nee, finde ich jetzt nicht. Aber, ja, da ist unsere vorletzte Erdbeere. Die letzte führt sich hier. Ihr fragt euch vielleicht, warum bin ich jetzt wieder hier beim Turm? Der führt mich doch eigentlich nur zu Badlin. Richtig? Ja, das ist auch richtig. Aber passt auf. Passt auf. Es wäre natürlich cool, wenn ich es extra so gemacht hätte, aber habe ich nicht. Ah, verdammt. Nein. So, denn es ist tatsächlich so, dass bei Badlin die letzte Erdbeere sich befindet. Und jetzt passt auf, wo genau die ist. Passt auf. Ich habe mich ja hier umgeschaut, habe gesagt, hier ist nichts. Hier ist was. Die letzte Erdbeere. Aber erst, nachdem wir das Minigame hier erfolgreich abgeschlossen haben. Und jemand macht für uns A Cappella jedes Mal, wenn wir so ein Minigame machen. Sehr nett von dem. Ja, ich glaube auch, das hier ist das schwerste Minigame. Ne, da ist ja auch das letzte ist. Aber bin mir ehrlich nicht sicher, ob ich das schaffen kann. Ich werde es natürlich versuchen. Aber das ist schon extrem schwer. Das ist sowas, da würde ich in-game Geschwindigkeit runterstellen. Ja, was zur Hölle, was sollst du machen? Vielleicht soll ich da erstmal mich festklammern? Man kann sich ja festklammern an der Seite. Das könnte sein. Wartet mal einen Moment. Das sollte ich ausprobieren. Nein! Es war aber kein schlechter Winkel. Das könnte funktionieren. Aha. Ja, so soll man es machen. Das geht runter! Alter! Mach das doch offensichtlich, dass das runtergeht! Junge, mach die Textur anders oder so ein Blödsinn, aber. Das. Nee. Das ist Kacke. Komm schon, Bruder. Was soll denn das? Und ich denke, ich mach einmal was richtig und dann werde ich so hinterrücks hintergangen. Unfassbar. Ja, okay. Aber das ist so mit so einem final Level, kann man sagen. Warum hältst du dich nicht fest? Mädel, hallo! Gehirn noch, muss noch wach bleiben. Wir sind nicht fertig hier. Ich hoffe, du hast zumindest den Like schon dagelassen, Mädel. Den Like macht man immer als erstes am frühen Morgen. Oh. Aha. Okay, verstehe. Ja. Und nun? So. Ja. Okay. Loslassen. Ja. Now what? Zurück. Ernsthaft jetzt?
Okay. Boah, gut, dass Madeline in diesem Spiel unendlich lang grabben kann. Nein! Was soll ich denn machen? Nein! Da war bestimmt dasselbe, oder? Kann man das sehen? Die Render Distance geht nicht so weit, aber da war bestimmt das Ende. Nein! Alles neu! Oh, aber ich speedrun hier komplett durch gerade. Oh mein Gott. Alles Skill, Freunde. Alles Skill. Ja. Purer Skill. Mehr ist das nicht. Jetzt kommt mein Kurs rein und ihr könnt das auch lernen. Was willst du hier machen? Was willst du da machen? Hä? Doch gedrückt, Alter! Mehr als gedrückt halten kann ich nicht! Wow, was zur Hölle? Was war das denn jetzt? Habt ihr es gesehen? Sie will nicht mehr festhalten. Sie hat einfach keinen Bock mehr. Ich meine, okay, wenn ich das den ganzen Tag lang machen müsste, hätte ich auch keine Kraft mehr in meinen Fingern, aber... Komm schon, Lady. Das ist das letzte Level. Hier können wir jetzt nicht aufgeben. Das funktioniert so nicht. Du gibst nicht einfach auf. Aber ohne Witz. Aha. Oh. Ich habe mich schon gewundert, warum überhaupt unten so ein Ding ist. Puh. Oh mein Gott, es hat noch gezählt. Es hat noch gezählt. Ich dachte so, nein, das war kein guter Anfang. Und dann war das... Oh, oh, ist vorbei. Oh mein Gott, ich dachte gar nicht, ich schaffe. Aber alle... 30 Erdbeeren. Kriegen wir dafür gar nichts? Okay, wir haben einen Timer von über einer Stunde. Das ist immer gruselig. Ja, dann haben wir noch ein bisschen Dialog. Könnt ihr selber spielen, falls euch das interessiert, was sie sagen. Aber ja, Freunde, ich hoffe, euch hat Celeste 64 gefallen. Wenn ihr nochmal so random Games haben wollt, lasst es mich wissen. Ich möchte so oder so wahrscheinlich machen, aber ja. Fazit, Spiel war nice. Ich finde, die hätten am Ende so einen kleinen Finder geben können. Dass es immer so ein Pfeil ist, der so die Richtung zeigt oder so. Weil jetzt muss ich halt im Endeffekt alles nachschauen, was halt ein bisschen so das Exploration kaputt macht. Aber ansonsten ist ja ein kleines Projekt. Was erwartet man da schon? Es war ja sehr süß und sehr spaßig ja auch, auch wenn es frustrierend war zum Teil. Ich finde es krass, dass ich das letzte Level geschafft habe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffen würde, aber ich fände es nice, wenn ihr es noch schaffen würdet, ein Like und ein Sub da zu lassen. Ich blabber jetzt nicht mehr. Man sieht sich. Ja, für die, die es interessiert.